Ich glaube trotzdem, dass das noch alles gute Freunde sind und dass sie in dieser Zeit, als sie in Hellraisers gespielt haben, das Spiel an sich nicht ganz so ernst genommen haben wie andere Teams und daher auch vielleicht nicht ganz so gut performt haben wie das ein oder andere Team. Jetzt haben wir erstmal noch den Sound. Da ist er. Und die Pistol Round ist live. Counter Logic Gaming auf der CT-Seite. Die Amerikaner mit Kuster, Ethan, Cutler, Finesse, der auch FNS genannt ist, aber FNS steht nur für Finesse. Und Ricky. Auf der anderen Seite Stiko, Deadfox, Zero, Bondic und Angel. Zero wird tatsächlich Zero ausgesprochen, da er Tscheche ist und das eben sozusagen, er wird nicht Zero ausgesprochen wie das englische Zero. Aber das werde ich höchstwahrscheinlich trotzdem tun. Finesse ist unter Druck auf dem B-Spot. Hellraisers wird da einfach nicht viele Sperenzien machen. Gleich drauf gerannt. Nicht viel Zeit verschwendet, um irgendwelche Informationen oder Map Control zu sammeln. Bomb Plant ist der Fokus. Ein kleiner Lag, den kann man verkraften. Stiko mit dem Headshot, den kann FNS nicht verkraften. Und Angel mit zwei. Da ist er. Als Beispiel, als Idol geht er voran. Mit zwei Frags in dieser wichtigen Pistole für Hellraisers. Deadfox und Zero setzen da noch einen hinterher. Und damit ist die Runde gegessen. Ja, bevor ich hier antworten kann auf die Fragen im Chat, seid ihr ja eh schneller. Vielen Dank nochmal, dass ihr im Chat so unglaublich nett zueinander seid, dass ihr euch immer wieder helft, Fragen zu beantworten, dass ihr nicht sagt, du Depp, mei, das weiß doch jeder oder so, sondern dass ihr da wirklich auch lieb und antwortet. Denn nicht jeder kann der CS-Szene so folgen, wie wir es tun oder wie ich es tue oder wie es der ein oder andere von euch tut. Counter Logic Gaming mit der Scout bei Cutler, Ethan mit der P250 zusammen mit Kuster und dann haben wir eine Deagle und eine CZ. Drei Spieler auf B, das könnte gefährlich werden für Hellraisers und ich sage dem Veranstalter gleich Bescheid, dass die Lags sich gerade wieder ein bisschen häufen. Und ja, häufen werden sich hier auch die Verwundeten und Verletzten auf dem Server. Im Moment sind es ein Zwei-Mann-Defizit, mit dem Cutler umgehen muss. Er ist alleine mit der Scout. Und die will er saven für die nächste Runde. Ist auch vernünftig. Wenn er hier einen Headshot und den einen oder anderen Anschuss machen kann, dann sind auch die USPs seiner Teammates um einiges effektiver. Bondic lebt auch noch gefährlich. Wo ist der gerade? Der ist auf dem Weg aus den B-Apartments raus. Also gefährlich lebt er eigentlich nicht mehr. Boah. Das sah aus, als wäre er drauf gewesen. Angel ist aber schneller mit der UMP. Also die zweite Runde für Hellraisers. Nur zwei Spieler verloren, damit auch genug Geld in der Tasche für die wirklich junge Squad. Ja, das ist auf jeden Fall wert, dem Veranstalter Bescheid zu geben. Deadfox schon mit dem ersten gegen Cutler. Damit ist auch die Möglichkeit eines guten Starts in die Runde verhindert worden von Hellraisers. So, der Veranstalter weiß Bescheid. Der Veranstalter weiß Bescheid. Und nochmal der Anruf, der Aufruf. Was ist denn jetzt los? Der Aufruf an alle. Der Anruf an. Also bitte. Mein Deutsch geht den Bach runter. Fast wie CLGs Runde gleich. Nee, der Aufruf an alle. Bitte sagt euren Freunden Bescheid, dass hier die Spiele übertragen werden. Der Channel ist neu und nicht jeder weiß, dass es ihn gibt. Ricky mit der Zeus unterm Balkon. Eieiei. Okay. Da ist er auch schon down, kann er nichts mehr machen. Aber Kuster. Schöner Short gegen Stiko. Kommt Zero aber von hinten herum. Wenn Bayern Deutsch reden. Genau. Also, Bondic sitzt vorne, weil wir gerade drüber reden. Deadfox kommt danach. Dann Angel in der Mitte.
Und dann ist es Deco und danach kommt Zero ganz im Hintergrund. Hier ist es Ricky, Zero und dann weiß ich gerade nicht, oder war das Ethan? Weiß ich jetzt gerade nicht mehr, wie sie da sitzen. War zu kurz auf dem Bildschirm. Nee, das war Ricky, Booster, Finesse, Ethan und dann Cutler. Tief oder ne, Nulti. Die Lags sind gerade erst wieder gekommen. Also bisher hat es vielleicht zweimal über den ganzen Tag gelaggt. Und ich habe es ihnen sofort wieder gesagt. Also es liegt wohl am PC. Vielleicht hat der PC, der diesen Clean Feed encodet, ein bisschen Probleme. Ich habe aber auch mittlerweile die GoTV-IP. Also wir können auch aufs Spiel wechseln, wenn das wirklich komplett unmöglich wird. So, Ethan muss jetzt den Spot saven. Er ist mehr oder weniger alleine. Ricky ist noch abgesmoked. Geht auch down gegen Bondic, der hier richtig aufräumt. Cutler, der Einzige, der nochmal was dagegen auszusetzen hat. Und Finesse ist abgeschnitten von seinem Teammate. Cutler zieht sich zurück in den CT-Spawn, während die Ts die Bombe legen. Wir haben ein 3 gegen 2 Afterplant. Kein Equipment bei CLG. Die versuchen es nochmal, vielleicht kriegen sie schnell ein oder zwei Kills, aber danach ist es Zeit, sich zurückzuziehen. Na, und sie entscheiden sich nicht mal dazu, es zu versuchen. Sie gehen sofort weg. Sie hätten jetzt noch 10 Sekunden Zeit, alle zu killen und die Bombe zu defusen, und das ist mehr oder weniger unmöglich. Cutler schreibt sich selbst rückwärts, weil er Bock drauf hat, genauso wie Ethan. Damit geht die Bombe auch hoch und CLG hat die Runde verloren. Jetzt haben sie aber wenigstens zwei Rifles gesaved. Also vielleicht können sie hier nochmal was treiben. Zwei UMPs gibt es jetzt noch oben drauf. In dem Force-Buy. Angel ist schon down auf 2 HP. Hellraisers wird Mitte-Kontrolle halten können. Jetzt kommt die Nachsmoke in die Mitte. Booster mit der UMP zieht sich zurück von A-Main. Hat aber, denke ich, das Movement schon gehört von Hellraisers. Der Großteil der Squad ist aber auf den B-Apartments. Oder in den B-Apartments, besser gesagt. Da stehen Cutler und Finesse bereit, um den Push aufzuhalten. Wird nicht ganz leicht. Vielleicht, wenn Hellraisers jetzt das richtige Timing hat mit Bondic und Angel, dann können sie diesen Fake sehr gut verkaufen. Angel ist da, die flashen rein. Kusa hat keine Ahnung, wo die überhaupt stehen. Ethan kriegt aber den Refrag. Jetzt die Rotation von Cutler, aber der kann das nicht ganz glauben. Jetzt hören sie auch Movement in den B-Apartments und es war der Fake. Finesse weiß das jetzt hundertprozentig. Angel versucht nochmal zu rotieren, während Stiko sich Finesse annimmt und Cutler steht ganz alleine auf dem Spot. Irgendwo in der Mitte. Stiko kriegt auch diesen Frag mehr oder weniger einfach. Und Ricky wird schön weggemollied und genadet. 2 gegen 3, Stiko mit 15 HP. Und ich starte jetzt dann gleich einfach den Clean Feed nochmal neu, während Deadfox sich Ricky entledigt. Ist Ethan schon am Saven? Wird höchstwahrscheinlich sogar abgefangen werden. Da ist Angel. Und er hat keine Ahnung, dass Angel da ist. Angel mit 2 HP kriegt den Frag noch. Und die Runde war auf der Kippe gestanden. Wie gesagt, ich gehe kurz auf den Idle, starte den nochmal neu. Vielleicht ist das auch bei mir der Lag. Ich habe es, wie gesagt, auch schon weitergegeben. Die wissen Bescheid. Und ich starte den jetzt einfach neu und hoffe, dass damit dann auch die Lags wieder weg sind. Denn wir haben den ganzen Tag wirklich keine Lags gehabt. Und die häufen sich erst jetzt. Komisch. Schon habe ich schon wieder ein Lag.
Aber das kann auch so ein Anfangs-Lag sein. Ja. Booster geht instant down gegen Zero. Die Eco fängt nicht so gut an für CLG. Und der Razor spielt das geduldig. Sie sind nicht überhastet, obwohl sie jetzt den einen Kill-Vorsprung haben. Jetzt vielleicht auch ein bisschen überhastet von Angel, der gerade noch seine Form finden muss. Die erste Runde davor sehr gut gewesen, dann aber nicht mehr so gut. Und noch Stiko fällt gegen Cutler. Deadfox AWP verschießt zweimal gegen die Spieler an Kurz, die sich die AKs geschnappt haben. Ricky ist alleine am CT-Spawn. Sieht er den Fuß nicht? Anscheinend nicht. Die Bombe ist down. Damit die Zeit für Hellraisers am Ticken. Bondic bleibt einfach nur weg in den A-Apartments. Zero und Deadfox müssen den ersten Push aufhalten. Cutler kann nicht durchs Loch gehen. Zero mit dem Headshot gegen Ricky. Die Runde sollte gelaufen sein. Es ist, wohlgemerkt, nur eine Eco gewesen für CLG. Ja, Cutler, da hätte er auch gut und gerne mal nachladen können. Und Zero mit einem Quad-Kill. 6:0 für Hellraisers. Das schaut sehr eindeutig aus, was sie hier abliefern. Fast schon zu eindeutig. Dass CLG da kein Timeout nimmt, wundert mich ehrlich gesagt. Würde ich schon mal machen. Aber anscheinend haben sie nochmal eine Idee, etwas zu ändern. Auch eins der wenigen Teams, die 5 Defuse-Kits kauft. Ich denke, zur heutigen Zeit, jetzt wo die Bombe auch länger tickt, könnte man auch einfach nur 3, auch in Waffenrunden, einfach nur für die Zukunft ein bisschen Geld sparen. Braucht nicht jeder sein eigenes. Irgendwer stirbt eh am Spot. 2 AWPs, Kusta und Ricky. Bisher hat noch keiner von denen einen Schuss getroffen. Ricky ist schon down. Ich habe noch gesagt, Deadfox ist höchstwahrscheinlich der bessere AWP-Spieler, aber CLG hätte die Möglichkeit, was zu tun. Ethan jetzt. Schöne Position. Sehr gut ausgespielt zunächst, aber dann kommt Angel, dreht sich 180 Grad, schießt ihm in den Kopf. Auch Finesse droppt sofort ein 4 gegen 2. Kuttler und Kuster haben da nicht mehr viel zu tun, außer zu saven für die nächste Runde. 7:0 für Hellraisers. Die größte Frage ist natürlich, haben wir einen James Bond? Ich werde es für euch schnell rausfinden. Nein. Jeder hat mindestens einen Kill, damit kein James Bond auf dem Server. Schon fast schade, ich freue mich immer über James Bond. Weiß auch nicht warum, aber ja. Jetzt kommt die taktische Pause. Meiner Meinung nach eine Runde zu spät. Warum nicht vor dieser Doppel-AWP-Runde das Timeout ziehen? Ja, es ist Ricky, Kuster, Finesse, Ethan und Cutler, die da jetzt sitzen, von vorne nach hinten. Und vorne habe ich es ja schon gesagt, hier ist es eben Bondic, Deadfox, Angel, Stiko und Zero. My beard may kill. Naja, 7 Runden zu spät. Das wäre so ein NA-Timeout gewesen. Nochmal ein Buy von CLG. Jetzt muss Kuster mal was treffen. Da gibt es nicht mehr lange irgendwas zu drehen. Die müssen einfach jetzt anfangen, Shots zu treffen. Du kannst ja taktisch tun und machen, was du willst. Du musst in den richtigen Momenten dann die Shots einfach hitten. Und wenn Deadfox den ersten AWP-Spieler rausnimmt, damit den Spot schon eröffnet,
der zweite Rifler nur einen Kill macht, dann sofort getradet wird. Dann ist der Spot gefallen. Es ist ein 4 gegen 3. Die T's planten die Bombe. Der dritte Spieler der CTs versucht, einen Move zu spielen, wird auch gekillt und schon ist es vorbei. Zeit auch für ein First Frag für CLG. Wir müssen mal das erste Duell der Runde gewinnen. Es wird aber verdammt schwer, denn Hellraisers tastet sich schon wieder Richtung B vor. 50 Sekunden auf der Uhr. Die nehmen sich nicht mal wirklich viel Zeit. Da, Kuster. Schöner Trade. Der zweite will nicht ganz. Nimmt jetzt die Incendiary Nade, um sich irgendwie zu decken. Ricky kommt zur Hilfe, aber Dead Fox mit dem Trade. Kuster ist down. 3 gegen 3. Die Bombe ist gelegt. Stiko steht noch da, um die Küche zu decken. Wenn Cutler noch nicht mal rotiert ist. Oh, der wurde gesehen von Angel. Oh, der ärgert sich jetzt, dass er da keine Waffe in der Hand hatte, sondern nur die Nade. Und Stiko schaut in die Flash, aber Dead Fox ist nicht geblendet, holt sich Ricky. Dann kommt Ethan wieder zurück in die Runde. Sie moven langsam auf den Spot. Aber die Frags, die wollen wieder mal nicht kommen. Ein 1 gegen 2. Ethan muss reloaden. Es verschwendet sehr viel Zeit. Er nimmt das Kit auf. Aber jetzt fängt der Todestanz an. Ja, das kann er vergessen. Schafft er nicht mehr. Er muss davonlaufen. Und Hellraisers gewinnt die Runde, obwohl sie alle sterben. Also nochmal eine gute Leistung am Retake oder am Versuch des Retakes. Aber damit kann man sich natürlich auch nichts kaufen. Ein 8 zu 0. Auf der CT-Seite von Mirage. Sie ist nicht mehr ganz so CT-lastig, wie sie mal war. Die Map an sich. Aber 8 Runden sind schon so am Maximum der T. Wenn du jetzt 9 Runden OSST, das kann man noch verkraften. Irgendwie. Sicherlich. Auf keinen Fall gut. Das will ich nicht sagen. Aber man kann dann schon noch zurückkommen. Aber wenn es mehr als 9 Runden sind, dann ist es zappenduster. Und auch diese Runde fängt mit einem Trade an. 4 gegen 4. Ricky ist auf 67 runter. Finesse versucht jetzt einen aggressiven Move zu spielen in den B-Apartment. Er überrascht Zero hier. Aber 3 T's. Er kommt auf die rechte Maustaste. Na, das war alles wieder mal ziemlich unglücklich. Auch Dead Fox mit einem Easy Frag gegen Ethan. Viel zu spät. Wenn er durchs Window springt, dann muss er das während des Goes machen und nicht, wenn die T's schon drauf sind. Ricky könnte von hinten nochmal was reißen. Vielleicht haben sie eine Chance. Wenn Ricky den Frag gegen Dead Fox macht, Kuster lenkt ab mit der Nade. Ricky sieht den AWP-Spieler. Dead Fox ist down. Genau das gleiche passiert mit Stiko. Bondic ist alleine mit der AK. Er muss den ersten killen, aber dann ist Kuster mit dem Refrag. Und das schafft er easy noch. Der Bomb-Timer ist ja rechts eingeblendet und nimmt uns diese Spannung irgendwie auch in gewisser Art und Weise weg. Auch wenn da noch mehr als 10 Sekunden waren und der eh einen Kit hatte. Eieiei. Die erste Runde für CLG. Vielleicht schaffen sie es ja doch noch irgendwie Hellraisers an den 10 Runden zu hindern. Ich würde mich vor allem für die Youngsters freuen, für Stiko und Zero und Dead Fox, wenn sie hier in die Playoffs kommen würden. Das, denke ich, haben sie sich durchaus verdient. Viel Arbeit reingesteckt ins Spiel. Und auch Hellraisers als Organisation hat immer wieder bewiesen, dass sie loyal sind. Zum Spiel, zu ihren Teammates, zu ihren Spielern. Ah, oh, und da ist Zero wieder dabei. Aber Vorsicht, Finesse ist hinter ihm. Das kann er nicht wissen. Schön gemacht von Finesse. Gibt seinem Team nochmal eine Möglichkeit, was zu ändern an dieser Runde. Es sah durchaus dann schon wieder relativ schlecht aus für sie. Der hat dann noch eine tiefe Smoke gelegt. Da will Stiko jetzt nicht wirklich durch. Und die Smoke wird Hellraisers auch wieder viel Zeit kosten. Wir müssen jetzt erstmal noch alle Ecken checken hinter dieser Smoke. Immer dran denken, Ecken zu checken. Eins der wichtigsten Sachen in CS, so dumm es klingen mag. Ich drehe mich lieber um 90 Grad und ruder einmal mit der Maus, als dass ich von hinten gekillt werde. Oder noch schlimmer, das ist ja das Problem, wenn du die Ecke nicht checkst, dann kann der womöglich 2 oder 3 sogar killen. Ja, wurde auch gecheckt, die Ecke.
Die schleichen sich durch und CLG hat keine Ahnung. Die denken womöglich sogar, es wird gleich A gehen, weil sie nicht dran denken, dass Hellraisers ja dann auch einfach verspätet durch die Apartments sneaken kann. Das ist schon wieder so ein. Ja. Jetzt wissen sie zumindest, dass es B ist und dadurch, dass Finesse komplett durchgeschlichen ist, kommt er von hinten. Das könnte unerwartet sein für Hellraisers. Aber Bondic steht hier an der Ecke. Die Smoke wurde für ihn so gelegt, dass er einen besseren Winkel hat. Er hat Ethan gesehen. Da war ein kleiner Schatten im Smoke und Bondic greift sofort zu. 3 gegen 2. Jetzt muss wieder Finesse einen Move machen. Aber Stiko ist da. Schöner Headshot gegen Stiko. Für Stiko, gegen Finesse. Gustav also am Saven. Ja, holt sich nochmal Bondic. Die Lags haben aufgehört. Lassen wir mal alles so laufen, wie es gerade ist. Es ist auch immer wieder schön zu sehen, die Jungs haben auch wirklich Spaß am Spiel. Natürlich ist das bei CLG gerade nicht so arg der Fall, dass die wirklich Spaß haben am Spiel. Man will ja auch gewinnen. Gewinnen macht meistens mehr Spaß, aber nicht immer. Also, ich hatte auch Spiele, da hat das Verlieren schon auch genauso viel Spaß gemacht. Booster mit der AWP, die er gesaved hat, genauso wie das Kit. Seine Teammates haben nichts irgendwie entgegenzusetzen, außer der Deagle und der P250. Warte, die Nate hat keinen Damage gemacht. Wie nah war die nochmal? Ich muss ja kurz schauen. Ah, nee, ich glaube, die ist hinten durchgeflogen. Zero hat schon mal ganz schön gut kassiert, auch wenn er den Kill bekommen hat. Ist es mega gefährlich, mit 6 HP irgendwo auf der Map rumzugurken. Dementsprechend versucht er auch bei seinen Teammates zu bleiben oder zumindest sich irgendwo hinzuknien und dann den Rücken zu saven, zu decken. Ricky ist da auf der Suche. Ja, die Ecke checkt man auch nicht. Da kann Ricky sich drehen und wenden, wie er will. 5 gegen 3 für Hellraisers. Und jetzt weiß Kuttler, dass Zero da irgendwo rumgurkt. Das ist natürlich jetzt das Spiel, wer campt wann, wo, an welcher Ecke. Ah, schönes Aim von Zero. Mit dem Movement auch geaimt, nicht so sehr mit der Maus. Damit Ethan und Kuster, die beiden verbleibenden Spieler. Kuster sollte saven gehen. Was macht denn der da? Ah ja, okay, er geht saven. Er versucht es zumindest. Gut, dass er es versucht. Komisch, dass er überhaupt schon so tief drin stand. Denn wenn CLG wirklich denkt, dass sie da eine Chance hätten, nur weil Kuttler von hinten kommt mit einer USP. Eieiei, gegen 4 Ts. Das ist schon ein bisschen übermütig gewesen, dass sie da denken, das machen zu können. Und wieder eine taktische Pause. Von CLG wieder irgendwie ein bisschen spät, leider. Ratlosigkeit. Finesse redet da. Cutler, einer der erfahrensten Spieler im Lineup, müsste da auch sich beteiligen am Callen, an der Beruhigung der Teammates. Das schaffen wir schon noch. Irgendwie muss ja was jetzt passieren. Irgendeiner muss einen Clutch gewinnen, muss irgendwas Besonderes machen. In dieser Eco wird es höchstwahrscheinlich nicht passieren, aber vielleicht in der darauffolgenden Buy-Round. Hellraisers auf der anderen Seite, die Gemüter sind erleichtert. Der Sieg steht kurz bevor sozusagen. Man muss ihn nur noch heimfahren. Mit den 10 Runden, auch wenn es jetzt 10 zu 5 ausgehen sollte, diese Halbzeit, sollte man trotzdem auf einem guten Weg sein, die CT-Seite zu gewinnen. Ja, schöne Trades von CLG. Schöner Move, in die aggressive Stellung umzustellen. Busse mit der Deagle hat nochmal Contact, versucht sich zurückzuziehen. Oh, und dann diese Spray-Transition von Zero.
Schön gemacht. Die AWP wird auch gesaved. Damit bleibt auch der finanzielle Schaden irgendwie in Grenzen. Hier drei Spieler verloren, aber die AWP gesaved. Die hatten eh mehr als genug Geld auf dem Konto von Hellraisers. Aber CLG hat zumindest gezeigt, dass sie immer noch irgendwie auf der Rechnung sind, dass man sie auf der Rechnung haben muss. Ja, SpongeBob, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt gerade Kuddler sag. Frag mich nicht. Das Brain ist lagged, fast so sehr wie die Clean. Also ist down gegen Zero, der ein wunderschönes Spiel wieder abliefert, genauso wie gestern. Der Junge gefällt mir immer besser. Kleine Anekdote, gestern schon erzählt, dass ich ihn ja schon gecastet habe vor 2 Jahren auf den Southeast European Championship von der ESL. In Ungarn, in Budapest war das, soweit ich weiß. Super netter Kerl, gutes Englisch auch. Dem gönnt man es einfach. Das ist so. Sympathischen Menschen gönnt man meistens den Erfolg irgendwie mehr. Oder jemanden, den man zumindest mal auch kennengelernt hat, mit dem man ein paar Worte gesprochen hat und weiß, dass der auch was im Kopf hat und nicht nur CS spielt. 11 zu 1 für Hellraisers und das 4 gegen 4. CLG hat zwei Spieler auf dem A-Spot im CT-Spawn, mehr oder weniger. Ethan steht da noch rechts an der Wand. Vielleicht ein bisschen unerwartet dann für Hellraisers, dass er da steht. Aber auch Ricky muss schnell rotieren, um seinen Teammates zu helfen. Und Kuster ist wirklich noch meilenweit weg. Weiter kann man auf der Map, auf der CT-Seite kaum von A weg sein, als seine Position. Und er hat eine AWP, er könnte auch von der Küche abaimen. Oh, Ethan! Da geht auch gar nichts rein. Angel drückt Ricky an die Wand. 9 Sekunden auf der Uhr. Jetzt ist natürlich die Möglichkeit für Cutler irgendwie den Bombplant zu verhindern. Der geht gerade so noch durch. Da Kuster im 1 gegen 3. Die sind alle angeschossen. Das sollte er jetzt mittlerweile mitbekommen haben von seinen Teammates. Vielleicht die USP die bessere Wahl der Waffe. Treffen muss er so oder so. Das ist die andere Sache. Ja. Er versucht es nicht. Er versucht es nicht. Schade. Ja, aber wenigstens saved er damit auch die AWP. Kann man jetzt sehen, wie man will. Im 1 gegen 3 ist es nicht immer die beste Idee, reinzugehen. Er hätte vielleicht mal peeken können, aber sie wissen auch, dass Dead Fox nicht nur Tod im Namen hat, sondern sein zweiter Vorname auch ist. Der ist wirklich sehr tödlich gerade. 12 Kills für ihn, 16 für Zero oder Zero. Und Hellraisers mit der 12. Runde. Dadurch, dass Kuster jetzt die AWP gesaved hat, können sie sich nochmal gegenseitig ein bisschen was droppen, ein bisschen was einkaufen, bisschen mehr Equipment noch mitholen. Und da eine UMP ist rausgesprungen für einen Teammate bei ihm. Ah, vielleicht jetzt die Runde. Nochmal die Mentalität auf den. Irgendwie auf den Plan zu rufen. Das Angel ist schon down. Guter Start in die Runde für Finesse. Aggressiver Move. Das ist immer so die letzte, wirklich die letzte Möglichkeit, nochmal was zu reißen. Aber Ethan geht down gegen Bondic. Ricky konnte da nicht viel helfen. Da muss ja auch den Connector irgendwie kontrollieren. Hellraisers nimmt die Mitte jetzt ein. Ricky wird weggedrängt. Muss sich da bewegen. Und damit nochmal eine neue Öffnung. Bondic. Der könnte jetzt nochmal irgendwie was für Hellraisers nochmal richtig schön was organisieren, indem er die CTs auseinandernimmt. Da geht Ricky schon down. Finesse ist super low. Die Nade war schön gedacht, aber schlecht gemacht. NA-Nade. Aber trotzdem reicht es für Stiko, den Kill gegen Finesse zu machen. Cutler und Kuster zusammen in der Küche. Die kochen sich jetzt erstmal ein schönes Omelett und danach werden die Waffen noch gesaved mit vollem Magen. Saved sich's besser. Hellraisers wird aber die 13. Runde auf dem Konto haben, nachdem die Bombe explodieren wird. Ja, vielleicht gehen sie auch noch auf die Exit-Frags. Würde mich jetzt nicht wundern. Hellraisers hat mehr als genug Geld. Also, warum sollten sie es nicht versuchen, die AWP zumindest wegzunehmen?
Ja, zumindest die UMP fällt schon mal. Jetzt kann das Seeker aber nicht mehr so weit weggehen. Ja. Er versucht es nochmal so ein bisschen sich vorzutasten, aber findet Kuster nicht. Die AWP wird zum zweiten Mal gesaved. Aber es sollte nicht besonders viel Geld bei CLG drin sein. Bondig und Deadfox schauen fast aus wie Brüder wegen der Frisur. Okay, es kann nochmal gekauft werden. Der Loser-Bonus ist auch wieder gestiegen und gestiegen. Ja, Ricky wirft auch die Nade gegen die Wand. Und dann ist Kuster da. Endlich ein First Frag. Ist das der erste in der, überhaupt im ganzen Match für CLG? Ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht gemerkt. Aber es könnte sein. Es fühlt sich zumindest so an. Und dann wird Finesse von Zero gekillt. Angel pusht durch die Smoke gegen Ricky. Also... ja, Hellraisers darf sich jetzt aber auch nicht zu sehr übernehmen. Da werden sie schon wieder ein bisschen dreist. Bonnig wieder an dieser Ecke, an der Küche. CLG am Retake. Schöne Counterflash. Bonnig wird in Szene gesetzt. Super gemacht gegen Kuster. Geht auch nicht zu viel Risiko ein, um nicht gerefragt zu werden von Ethan, denn er hat Deadfox noch in der Küche, oben an den Apartments, beziehungsweise am Truck und kann dadurch auch sicher sein, dass er nicht gepusht wird. Angel sprintet aufs Klo anscheinend. Oder, was macht er? Könnte sein, dass er schnell aufs Klo rennt. Also, CLG hat gestern noch super ausgeschaut, haben... Uya Gaming bzw. Five Power komplett gebasht. 16-3 auf Cobblestone. Da dachte ich mir, ja, ich schieße ja immer ganz gerne gegen Nordamerika. Das wisst ihr höchstwahrscheinlich schon. Das ist immer mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Kleine Memes, natürlich. Nordamerika, also wer CS schon seit 2013 schaut, der weiß, warum ich das mache. Da war Nordamerika noch nicht mal auf der Landkarte verzeichnet. Und ich dachte mir eben nach dem 16-3 für CLG gegen Uya, wow, die haben sich gebessert. Die haben auch 16-11 nur verloren gegen Astralis auf Train. Das schaut doch ganz gut aus. Auch gute Spiele in letzter Zeit gegen Cloud9 abgeliefert und so weiter und so fort. Dann macht man sich langsam Gedanken, ist dieser augenzwinkernde Hate überhaupt noch gerechtfertigt? Und heute kommt die Antwort in Großbuchstaben, rot geschrieben, weiß umrandet. Ja, ist es. 14-1 gegen Hellraisers, die noch nicht mal zur Elite gehören. Ja, das ist wirklich gerechtfertigt. So darf man sich nicht herzeigen. Andererseits hat Hellraisers gegen G2 auf Cobblestone komplett kassiert. Aber Angel hat es vorhin in einem Interview gesagt, ganz gut versucht zu erklären. Vielleicht auch eine Ausrede. Darf man nicht besonders überbewerten diesen Loss, denn Hellraisers hat gewusst, dass G2 definitiv der Haushohl-Favorit ist und haben dann zu sehr geantistrattet und nicht ihr eigenes Spiel gespielt. Und das ist dann eben vollkommen in die Hose gegangen. Vielleicht ging das bei CLG jetzt gegen Hellraisers genauso ab. Vielleicht haben die sich gedacht, okay, Hellraisers können wir schlagen. Schauen wir ein paar Demos an von denen. Wir können vielleicht auch so ein bisschen predikten, welche Map gespielt werden könnte. Und vielleicht hat sich das CLG auch selber ins Bein geschossen. Und Niki, ja, CLG gehört auch nicht mehr so sehr zur amerikanischen Elite. Das darf man auch nicht vergessen. Aber andererseits, gibt es eine amerikanische Elite überhaupt? Oder gibt es außerhalb von Cloud9 noch eine englischsprachige Elite, muss man ja fast sagen. Denn auch Renegades haben sich ja, naja, auch nicht mehr ganz so extrem gut präsentiert. Cloud9 ist meiner Meinung nach gerade das stärkste nordamerikanische Team. Liquid hat jetzt ja auch wieder gewechselt mit Pimp, der nach Europa zurückkehrt und so weiter und so fort. Also es wird super schwer für Amerika beim nächsten Major dabei zu sein.
So, lala. CLG. Mit 5 Glocks, 2 HE Grenades auf der T-Seite, um den CT-Spawn zu cleanen. Interessante Art, hier die T-Seite anzuspielen. 3 Armor-Player. Und der Razor some Retake. Bondic. Schon kassiert. 1 AP. Angel ist auch down. Schöner Push von CLG. Sehr gut gemacht. Zusammengearbeitet. Aber gleichzeitig ist Hellraiser jetzt wieder auf den Spot gekommen durch den Jungle. Ricky versucht jetzt noch was zu machen. Gutes Crossfire auch von CLG. Das wird extrem schwer für Hellraiser. Sie müssen eigentlich in alle Richtungen gleichzeitig schießen. Und das kann nur der kreiselcheatende, wie nennt man das nochmal, der... Ich weiß es gar nicht. Spinbotter, genau. Der Spinbotter, der kann sowas, aber Hellraiser hat keinen davon im Team. Dementsprechend endet die Runde auch für CLG. 2 sind schon mal da. Man kann immer noch gewinnen. Auch noch in der regulären Spielzeit. Nicht vergessen. Ja, Freddy hat mal wieder verstanden, was er will. Also extrem spannendes Spiel bis hierher für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben. Jede Runde war super spannend. Nein, war sie natürlich nicht. Hellraiser hat hier nicht viele Probleme gehabt, auf der T-Seite ein 14:1 herauszuspielen. Und damit ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis sie den Sack zumachen können. CLG auf der anderen Seite versucht sich jetzt aufzubäumen. Erster Kill ist schon mal da. Keine Fehler mehr. Wirklich, null Fehler. Sie dürfen sich keine Fehler erlauben. Sonst ist Hellraiser sofort in der Overtime. Also mindestens in der Overtime. Jetzt Deko mit dem ersten, mit dem zweiten. Der dritte ist auch low. Kooster fällt gegen Deadfox. 2 gegen 2. Cutler und Finesse, die haben noch nicht mal die Bombe gelegt. Die liegt unten. Sie haben arge Probleme, überhaupt auf den Spot zu kommen. Sehr verhaltenes Verhalten von Finesse. 1 Minute noch auf der Uhr. Sie haben auch die Zeit. Finesse kriegt den Kill. Bondic. Ja. Er rennt im Kreis und schießt vorbei. Zum Glück für CLG ist die Runde schon vorbei. Naja, vorbei mit vorbei zu reimen war jetzt nicht so krass. Nicht mein Bester. Aber Bondic sitzt einfach so cool. Der lehnt sich über den Tisch zum Bildschirm. Wie das immer entsteht, das ist ja wirklich, das sind da höchstwahrscheinlich noch Sachen aus dem Kinderzimmer, die immer die Sitzposition bestimmen, bei vielen Spielern zumindest. Und wenn man es mal gewohnt ist, dann ist es sehr schwer, sich das abzugewöhnen. Hellraiser gewöhnt sich jetzt dran, erstmal Runden zu verlieren. Hoffentlich gewöhnt sich das auch bald wieder ab, vor allem Deadfox, der den Teamkill gemacht hat. Cutler und Kooster räumen erstmal diesen Push auf. Stiko ist der Einzige mit der Deagle. Und auch da geht kein Headshot rein. CLG kriegt jetzt das große Zittern. Was wirft Hellraisers ihnen da jetzt entgegen auf der CT-Seite? Zehn Runden noch Abstand. Hellraisers muss natürlich versuchen, möglichst schnell die 15. Runde zu erreichen. Ansonsten könnte CLG wirklich Fahrt aufnehmen. Und dann werden auch die gefährlich. AWP schon mal für Kooster. Aber keine bei Hellraisers. 3 Spieler in der Mitte für CLG. Also erstmal Standardaufbau. Ricky kommt durch den Weinkeller hinterher. Und Ethan macht sich im Apartment breit. Deadfox ist unter dem Balkon, also wird ein wichtiger Spieler sein. Vor allem ist es nicht besonders leicht, wenn einer vom Balkon kommt und 3 bzw. 4 Spieler durch die Mitte pushen. Na, er handelt das ganz gut, zumindest den ersten, der aus den Apartments kommt. Und weiß Gott, warum Ethan da überhaupt schon aus den Apartments kommt. Seine Teammates sind noch nicht mal am Connector. Das heißt, sie können nicht mal traden. Sie können kein Refrag machen. Die Bombe liegt noch hinten dran. Jetzt pusht Ricky in den Connector, also das wird auch gleich wieder ein Easy Frag. Wer denn höchstwahrscheinlich oder auch nicht wenigstens der Trade sitzt. Also da ist das Timing wirklich sehr fragwürdig. CLG macht individuelle Entscheidungen, die natürlich auch in gewisser Weise eine Runde gewinnen können. Aber wenn du den Vorteil hast,
dann solltest du doch eigentlich als Team agieren und versuchen, so die Runde zu gewinnen. Glücklicherweise endet es wieder in einem 3 gegen 3, dank Finesse Frag. Und Zero zieht sich zurück auf den Spot. Oh, er hat ihn sogar noch gesehen. Cutler aber mit der AK stärker als das M4A1. Die Bombe sollte easy gelegt werden. Bonde kommt von hinten. Hat das Knife schon draußen, um die drei mit dem Knife zu schlitzen. Bondic versucht so viel wie möglich Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, damit die amerikanischen Player alle ihn anschauen. Finesse hat aber Fokus auf hinten. Jetzt ist natürlich das Timing gefragt. Ah, sie gehen schon weg. Deadfox verzieht sich auf den A-Spot. Bondic will hier noch Exit-Frags rausholen für Hellraisers. Die Runde, die jetzt teuer zu machen, ist nicht unwichtig für HR. Ja, Finesse wird noch gespottet. Oh, der geht auch noch. Puste mit der AWP fällt. Finesse, kann er da noch rechtzeitig weg? Ja, das ging gerade noch so und die AWP wird auch gesaved. Da weiß man ja auch nie, wo die dann landet, wenn die Bombe hochgeht. Meiner Meinung nach lächerlich, dass Items. Also gut und gerne kann das Model umfallen, wie es will und eine Physik haben, aber für mich sollte eine Waffe oder eine Bombe zumindest die Bombe, sollte auf keinen Fall irgendeine Physik haben. Du stirbst und die Bombe droppt da, wo deine Füße waren. Wenn du springst, droppt sie 90 Grad nach unten. So sollte sich eine Bombe verhalten. Die fliegt teilweise nach vorne, teilweise nach hinten, teilweise nach links, nach rechts, egal wohin. Und dann landet die irgendwo und das ist vollkommen random und macht gar keinen Sinn, meiner Meinung nach. Ist das einfach nicht Counter-Strike. Das nur mal so, ein Zwischenrant. Stiko und Deadfox versuchen natürlich nochmal ein bisschen was anzufangen mit der AK. Schaut euch diesen Tower an. Coole Position. Wird aber nichts bringen, denn CLG will Richtung A. Ich hatte außerdem Physik-LK. Vielleicht auch deswegen der Rage. Ja, CLG spielt wirklich agiert als Team. Ethan hält hier A-Main relativ passiv. Da wird Angel auch sicherlich nicht reinpushen, außer er kriegt eine Flash. Und das wird nicht passieren, denn Hellraisers hat gar keine Flash. Und sie sind immer noch so B-lastig. Jetzt zeigt uns bitte den Push. Zeigt uns den Push. Wie Stiko rotiert, interessiert mich nicht. Da ist Angel. Oh, direkt auf den Kopf von Ethan. Jetzt könnte es nochmal gefährlich werden, aber er fällt gegen Cutler. Sehr wichtiger Refrag, darf man nicht unterschätzen, wie wichtig der jetzt war. Stiko geht auch down und Deadfox ist der andere, der CT ist, der einen Frag macht. Das war's aber auch. Bondic ist alleine gegen 3 mit der P250 und dem Armor. Ja, reicht nicht gegen Ricky. Der Headshot ist zu viel. CLG damit noch eine Runde näher gekommen. Noch nicht so große Probleme gehabt gegen die Eco von Hellraisers. Ja, CLG verhakt sich da ein bisschen auf den Schultern des Teammates. Und Hellraiser ist wieder mit den Waffen am Start. Deadfox an der AWP. Jetzt ist die Zeit, an der er wirklich auf der CT-Seite anfangen muss zu treffen, damit Hellraiser eine bessere Möglichkeit hat, dieses Spiel so früh wie möglich zu beenden. Denn je näher CLG kommt, desto mehr wird Hellraiser ins Zittern kommen. Und ich würde CLG als teilweise erfahrener ansehen als Hellraisers. Ricky hat schon einige Spiele unter seinem Gürtel. Auch Cutler und FNS bzw. Finesse sind schon erfahrener als einige der Hellraiser-Spieler grundsätzlich. Und so ein junger Spieler hat eben noch Nerven. Und wenn die dann zum Vorschein geraten oder wenn man dann zum Beispiel so kassiert wie Deadfox gerade gegen Ricky, dann nervt das. Und dann kommen da Gedanken hoch, die man nicht haben sollte, wenn man in so einer Situation ist. Dann will man unbedingt dieses Duell gewinnen und so weiter und so fort. Und dann macht man Moves, die einem das Leben kosten und vielleicht sogar Runden. Zico mit 20 HP gerade noch davongekommen, während Zero Ethan aus dem Spiel nimmt. Das war übrigens drüben an B.
wo Ethan wohl versucht hat, irgendwie zu lurken. Stiko und FNS traden nochmal. Schön gemacht zuerst von Hellraisers, aber dann kommen Cutler und Finnes wieder zurück in die Runde. Die Bombe sollte gleichgelegt werden, da ist es auch schon passiert. Zero kommt vom Jungle. 12 HP für Cutler, 58 für Finesse. Und das Timing ist nicht besonders gut für Zero. Er kann es natürlich probieren, sie haben ja immer noch 8 Runden Abstand. Aber die Smoke hat ihn davon abgehalten, zu sehen, wo die Terroristen hin verschwunden sind. Das macht seinen Job so unglaublich schwer gerade. Er muss jede Ecke überprüfen. Cutler versucht ihn jetzt abzulenken. Zero versucht irgendwie zu predikten, wo der andere ist. Er dachte, er ist in den Apartments. Nein, er steht hinter der Box. Jetzt könnte er defusen. Oh, er kann sogar noch defusen. Der Molotov, er wird ihn nicht verbrennen. Doch! Oh Gott, wie knapp war das denn? Sowas von ultra knapp. Da hat wirklich nur ein kleines bisschen gefehlt. Was für ein Try von Zero. Und was für ein glücklicher Ausgang für CLG hier. Das war, ja, boah, ein Tick, vielleicht zwei. Das war alles, was es gebraucht hätte. Und nochmal was, was ich nicht so cool finde, dass man von der Bombe wegschauen kann, finde ich ehrlich gesagt auch nicht sehr nice. Und das ist auch nicht sehr Counter-Strike. Aber 1.6 und Source-Spieler werden mir hier wahrscheinlich beipflichten. Andere Leute haben da vielleicht auch andere Ansichten. Mann, das hätte ich aber richtig geil gefunden, wenn er da so die Runde gewinnt und CLG wahrscheinlich alle gleichzeitig facepalmen. Dementsprechend hat Hellraiser natürlich nicht mehr viel Kohle. Ich denke, sie haben da auch komplett runtergekauft jetzt. Ah nein, sie haben sogar noch relativ viel. Also nächste Runde wird wieder gekauft bei Hellraisers. Der Loser-Bonus ist ja auch natürlich relativ groß. Mittlerweile haben sie ja 6 Runden in Folge schon verloren, das Maximum. Ah, und sie können gar nichts machen mit den Pistols, die sie gekauft haben. Schön gehandelt von CLG. Die verbleibenden 2 werden höchstwahrscheinlich auch nichts mehr machen können, ja. Dass Zero da mit der UMP noch reingeht, kann man verstehen. Die hätte er eventuell sogar saven können, aber nächste Runde wird eh voll gekauft bei Hellraisers. Armor mitzunehmen, nie verkehrt, meiner Meinung nach. Andererseits haben sie ja immer noch Vorsprung, aber der schmilzt langsam beträchtlich. Was versucht Angel? Ah, er versucht nochmal die UMP mitzunehmen, glaube ich zumindest. Wo ist die jetzt hin? Man sieht sein X-Ray, wie er sich geduckt hat und links und rechts. Und wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Er hat sie nicht gefunden. Physik sei Dank. Ja, es reicht aber trotzdem für einen respektablen Buy bei Hellraisers. Also auch genug Granaten dabei, um einen Push aufzuhalten. Da hätte die UMP höchstwahrscheinlich sogar noch irgendwie geschadet, weil sie dann die UMP behalten hätten. Und die UMP ist eben ein kleines bisschen schwächer als die M4. Ja, Slick, das Fade to Black, das haben sie ja zum Glück überhaupt erst noch implementiert, sozusagen. Aber ein Pseudo-Fade to Black, das wirklich. Also, das ist ja kein richtiges Fade to Black, was da passiert. Ja, my beard may kill. Was meinst du, warum ich Caster bin? Nein, meine Schulzeit war durchaus schön und ich habe es sehr bereut, Physik LK zu nehmen. Auch wenn ich im Abi dann besser war als in Wirtschaft, weil ich dann doch mal gelernt habe. Aber wir wollen uns auf das Spiel konzentrieren, denn es wird langsam immer knapper. In Anführungsstrichen, 6 Runden. CLG hat jetzt schon 7 in Folge gewonnen. Langsam müsste sich Hellraisers auch mal dazu genötigt fühlen, doch mal einen Timeout zu nehmen. Andererseits würde das Timeout ja Schwäche zeigen und das wollen sie vielleicht nicht. Also jetzt würde ich es verstehen, wenn sie deswegen keinen Timeout nehmen. Oh, da hat Kuster aber den Schuss versemmelt. Bondic
weiß, dass es auf A gehen soll. Acosta holt ihn mit der Tech. Nein, dann. Das war richtig unglücklich für Bondic. Da war er. Ja, da war er in einer Zwickmühle. Und Cutler hat sich reingeschlichen. Aber er wird von Zero geröstet dann auch noch. Stiko mit 2 HP. Wenn Deadfox versucht, durch den Smoke irgendwen zu treffen. Jetzt kommt Angel zurück in den Bombspot. Und Ethan stand da relativ unglücklich in der Mitte des Spots. Jetzt kommt Finesse wieder zurück in die Runde. Das ist ein Hin und Her. Ricky mit 2 Kills und 3 für Acosta. Da können sie ihm aber nochmal Danke sagen. Nicht nur für die 2 Kills gegen den Retake, sondern auch für den ersten, den er da gegen Bondic gemacht hat. Denn Bondic hat ihn gerade so gesehen, hatte eine Nade in der Hand, sonst wäre Acosta sofort gefallen. Dann geht Acosta mit der Tech 9 rein, als Bondic sich gerade umdreht und versucht, auf den Balkon zu verziehen, um den Push eben aufzuhalten. Da CLG mehr als genug Kohle, Hellraisers muss saven, CLG wird also höchstwahrscheinlich die 10. Runde bekommen. Das war gerade wieder komische Sounds hier. Zumindest bei mir waren das komische Sounds. Ich hoffe, dass die Lags sind zumindest wieder weg. Ich will es nicht verschreien. Haha. Oh, Hellraisers. Jetzt wird's wirklich knackig. Wir haben 2 Spieler in A-Main. 2 am Spot auf A. CLG lässt sich Zeit. Die haben aber erstaunlich wenig Map-Control überhaupt, obwohl sie ja Waffen haben. Waren sich anscheinend auch gerade uneinig, wo es wirklich hingehen soll. Zero ist alleine auf B, da ist wenig Information für Hellraisers, aber sie pushen aus den Apartments raus. Angel ist dann mit der P250 unterwegs, da könnten sie Finesse zusammen killen und dann weiß man nicht, was mit der AK passiert. Finesse holt nur einen, Bondic instant mit dem Trade. Jetzt ist die AK in den Händen von Hellraisers, aber die Deagle auf dem Spot, die hätte noch mehr Arbeit leisten müssen. Stiko wird sich da selber noch ärgern. Die AK sofort weitergegeben von Bondic, schönes Teamplay. Aber das bringt ihnen auch alles herzlich wenig, denn Ethan holt sich Zero und die Bombe wird gelegt. Bondic save die AK, denn er hat weniger HP und den Molotov. Und Angel versucht mit der P250 nochmal einen Kill rauszuholen. Ah, oh, schön gemacht von ihm. War aber nur der eine. Ricky erwartet jetzt das andere Teammate noch irgendwo, aber Bondic ist schon über alle Berge. Und das hat ganz gut geklappt für Hellraisers, aber genauso auch für CLG. 2 Spieler verloren. Ja, dass Cutler da gefallen ist, war unglücklich. Ja, mal sehen, was hier passieren wird in der nächsten Runde. Hellraisers hat die AK, den Molotov. Haben die genug Geld zu kaufen? Habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet, ob sie genug Geld haben. Zeigt es uns. Ja, haben sie. Haben ja jetzt auch gesaved gehabt und Loser-Bonus ist ja eh maximal. Wenn ich nicht Tab drücken kann, dann vergesse ich manchmal, wie viele Runden ein Team in Folge gewonnen hat. Bei CLG sind es mittlerweile 9 Stück. Das Comeback kann man auf jeden Fall schon mal unterschreiben als halbwegs geglückt und außerdem als respektable Leistung von CLG. Da haben sie sich wirklich nochmal zurückgeholt und vielleicht geht das sogar noch weiter. Wie gesagt, die Jungs bei Hellraisers sind noch unter 20 größtenteils und könnten da jetzt das Nervenflattern bekommen. CLG mit einem richtigen A-Execute jetzt. Vielleicht das richtige Mittel, eine schnelle Runde zu bekommen. Das Trading hat mir bisher auch bei CLG auf der T-Seite ganz gut gefallen. Auf der anderen Seite hat Hellraisers 3 Spieler auf A und sie haben wohl einen Riecher. Angel macht sich schon auf den Weg in die Küche von B. Na, jetzt dreht er wieder ab. Also es werden wohl nur die 3 Spieler auf dem A-Spot sein. Das müsste aber auch reichen, um zuerst den Push ein bisschen zu verlangsamen wenigstens. Jetzt kommt der Molotov. Der hält die Terroristen erstmal auf. Schöne Rotation von Angel. CLG hat sich jetzt natürlich auf A vollkommen verlassen. Und jetzt kommt die Rotation rein. Acosta mit der Tech 9 gegen Stiko. Das war von den Apartments. Jetzt fällt auch noch Bondic. Das ist nicht gut gelöst von Hellraisers. Das kann man besser machen. Ethan von Angel geholt. Deadfox verschießt.
Das wäre der Bombplanter gewesen, den er da geholt hätte. Oh, er verschießt nochmal gegen Kuster, der in den Apartments steht. Und der holt Angel. 2-4 dementsprechend. Hellraisers wird auch noch gebackstept von Cutler. Gut gemacht von ihm. Zero mit der M4A1 gegen den Spotspieler. Entschließt sich dazu auch zu saven. Das ist die richtige Entscheidung. Kommt gerade so noch weg. Bleibt jetzt in der Ecke stehen. Holt sich den ersten Frag. Jetzt muss er sich aber sputen. Oh, das wird... Na, das wird nicht funktionieren, nein. Sie hatten sogar den Molotow auch noch. Und jetzt nimmt Hellraisers die Pause. Ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Kann man auch früher machen. Aber dann wäre eben die mentale Logik im Sinne von, wenn wir jetzt eine Pause nehmen, dann zeigen wir Schwäche und dann zeigt das unserem Gegner wieder, dass wir ihn anerkennen als Gefahr und das boostet ja dann die wieder. Und dementsprechend will man dann die Pause wirklich dann erst nehmen, wenn es nicht mehr anders geht. Damit habe ich indirekt auch Eriks T's Frage beantwortet, warum da kein Timeout genommen wurde. Also ich denke wirklich, dass es da um die Mentalität ging, dass Harris das CLG nicht zeigen wollte, okay, wir erkennen euer Comeback als solches an und reden mal drüber. Ich weiß nicht, ob SK gestern so gut war oder Virtus Pro einfach so schlecht. Wenn man da geschaut hat, wo die teilweise in die Walachei geschossen haben, dann würde ich sagen, SK hat so deutlich gewonnen, weil Virtus Pro einfach nicht da war. Aber wir konzentrieren uns jetzt erstmal noch auf CLG und Hellraisers, denn wir kommen langsam in die prekäre Phase, in die Phase, in der wirklich alles funktionieren muss bei CLG. Bei Hellraisers muss ja mittlerweile eh schon alles funktionieren oder andersrum, besser gesagt eigentlich. Bei Hellraisers muss langsam alles funktionieren und CLG ist schon seit 10 Runden in dieser Lage. Na, Deadfox hat sie in den Apartments. Jetzt treff doch mal, da ist es schon. Ethan geht down, aber Bondic fällt auch gegen Finesse. Nach Smoke von Kuster versucht Deadfox hier die Sicht zu nehmen. Das funktioniert ganz gut. Cutler smoked auch nochmal nach. Was ist denn da mit den Smokes los? Einfach mal 5 Smokes reingelegt. Kann ja mal passieren. Ah, okay. Cutler hatte Angst, dass sie dann vom Connector reinpushen. Da hätte sich Kuster aber auch die andere Smoke sparen können. Ist sehr wurscht. 4-4. Das ist das, was zählt. Hinten wird von Kuster abgeaimt, der erst wieder in Aktion treten muss, wenn alle seine Teammates gestorben sind. Und hoffentlich für CLG wird das nicht passieren. Angel steht an den Boxen. Stiko rennt einfach raus. Angel mit einem Kill. Stiko versucht, Apartment zu decken. Kuster kriegt gleich ins Gesicht geschossen. Ricky ist auch down. Die Bombe tickt immer schneller, aber er hat einen Kit und er kann es defusen. Das geht nochmal richtig leicht durch. Und da musste ich doch glatt noch niesen vor Freude sozusagen. Wow. Das war ein richtig schneller Retake von Hellraisers. Vollkommen überfahren. Damit haben wir mindestens eine Overtime. Und dieser Falschparker da, der regt mich schon seit gestern auf. North gegen Navi, das Spiel, das gleich danach stattfinden wird. North hat gestern Astralis in der Overtime besiegt. Das war ein sehr schönes Spiel da zwischen den beiden Teams auf Inferno. Und Navi hat andererseits aber auch sehr gut gespielt, also darauf bin ich sehr gespannt. Eins der Top-Spiele heute. Auch Virtus gegen SK wird natürlich interessant. Und Fnatic gegen Astralis. Deadfox erstmal erfolgreich gegen Ethan auf der CT-Seite auf B. Das war vielleicht auch leicht zu lesen für Hellraisers, denn CLG hat schon sehr oft auf A gerade executed. Oder es zumindest versucht. Angel. Ah, verliert dieses Duell gegen Finesse. Das wäre der fast schon Round-Winner gewesen, wenn Angel da den Backstabber killt und gleichzeitig seinen eigenen Backstab möglich macht. Kuster holt sich Stiko. Schön gespielt am Window von Ricky und ihm. Gut geteamplayed.
Jetzt geht Bondic raus, aber er hat das Timing verpasst. Finesse ist schon in den Apartments. Es könnte aber auch nochmal gefährlich werden für CLG, denn sie wissen nicht, dass Bondic da steht. Kommt darauf an, ob sich Finesse zeigt oder nicht und was Zero hier macht im Window. Deadfox ist auch noch parat mit der AWP, das darf man nicht vergessen. Der Junge ist zwar ein bisschen abgekühlt, aber da ist er wieder. On point mit seinem zweiten Kill. Ja, das ist Finesse mit einem Teammate alleine. Und das ist Kuster mit der AWP. Die nehmen jetzt erstmal die Bombe mit an. Jetzt kommt Bondic. Da ist das goldrichtige Timing. Hellraisers mit dem Spiel auf dem Brett. Auf dem Silbertablettbrett. Kuster ist alleine gegen drei. Das wäre der Clutch des Turniers für ihn bisher. 9 Sekunden. Die Smoke liegt schon und er kassiert gegen Bondic. Gut von Hellraisers, aber sehr respektabel von CLG. Dieser Hate ist vielleicht auch noch nicht gerechtfertigt, zumindest nicht gegen sie persönlich. Wow, also 10 Runden in Folge aus dieser Position, in der sie waren, mit einem 14:1 Defizit in der ersten Halbzeit. Da haben sie sich nochmal